Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich dachte mir heute eher mal so ein bisschen entspannter. Ich habe einige Produkte in PR bekommen, ich habe mir einige neue Produkte gekauft und ich wollte eigentlich mal so ein bisschen wieder mit euch reden. Ich habe das Gefühl gehabt, durch diesen ganzen Umzugsstress und alles, was hier so im Hintergrund passiert, habe ich so ein bisschen die Connection zu euch von meiner Seite aus verloren. Ich habe mich schon lange nicht mehr hingesetzt und mit euch einfach geredet, was so gerade abgeht, was mir gerade durch den Kopf geht, was mir Spaß macht, was mir vielleicht im Moment nicht so viel Spaß macht oder Sorgen bereitet. Und das möchte ich heute in diesem Video mit euch einfach mal besprechen. Und dabei schminken wir uns. Ich habe, wie gesagt, einige Produkte in PR bekommen. Einige Produkte habe ich mir gekauft. Keins der Produkte ist gesponsert. Und ja, Freunde, ich freue mich, dass ihr mit dabei seid und falls ihr hier neu seid, sage ich herzlich willkommen. Wir haben in den letzten Tagen einige neue Leute dazu bekommen. Ich freue mich natürlich sehr, dass ihr hier seid. Falls ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne einmal tun. Das kostet nichts und bedeutet mir die Welt. Und ich würde vorschlagen, Freunde, wir fangen an. Ihr könnt sehen, ich habe Lidschatten schon aufgetragen. Ich habe einfach so ein bisschen rumgetestet. Und das ist erstmal der Look bis jetzt. Ich möchte aber anfangen mit Primer. Und da habe ich von Benefit einen neuen Primer bekommen. Das ist ja The Professional. Den kennt ihr. Das ist, glaube ich, der gehypteste Primer vor Jahren gewesen. Und den gibt es jetzt auch in einer Hydrating-Version. Also feuchtigkeitsspendend. Dazu gab es im PR-Kit eine kleine Strandtasche, die ich sehr gerne benutze. Und der sieht einmal so aus. Also diese klassische Tube. Da ist eine kleine Taucherin drauf, die ja höchstwahrscheinlich den Primer testet. Ich habe den gestern auch schon benutzt. Also es ist nicht unbedingt alles First Impression. Hat dieselbe Farbe wie der Primer, den wir sonst kennen. Und den gebe ich mir, ich glaube, diesmal überall ins Gesicht. Denn der ist ja nicht so Pore Blurring, vermutlich. Nee, das ist einfach ein Hydrating Primer. Den geben wir uns einfach überall hin. Ich nehme nochmal so ein bisschen und gebe mir das überall so mit drauf. Er fühlt sich sehr gut an. Riecht ganz, ganz leicht, so ein bisschen frisch. Er riecht einfach frisch, gefällt mir gut und fühlt sich sehr, sehr gut auf der Haut an. Was der jetzt am Ende wirklich macht, wir wissen es nicht. Vielleicht kriegen wir das raus. Meine Haare nerven mich. Ich klemme mir die mal hinter das Ohr. Die sind mittlerweile so lang, dass ich sie hier hinter das Ohr machen kann. Ob es schön aussieht? Weiß ich nicht. Dann habe ich mir was anderes gekauft, Freunde. Und das wollte ich schon eine Weile haben. Und das ist von Jeffree Star, der Concealer. Aber nicht als Concealer, sondern als Color Corrector in der Farbe Peach. Der Concealer ist sehr, sehr gut. Mir reicht die Deckkraft nur nicht. Deswegen gebe ich mir jetzt den Concealer hier unter meine Augen. Und ihr seht, der hat extrem viel Deckkraft. Ich finde, dass der Concealer hier mehr Deckkraft hat als die anderen Concealer. Also der Color Corrector hat mehr der Kraft und den blende ich mir hier nur so ganz leicht aus. Ich lasse den gerne so ein bisschen dicker da, wo die Verfärbung ist und blende nur so ein bisschen am Rand aus und lasse den ganz leicht antrocknen. Und ihr könnt sehen, das Lila unter meinen Augen ist definitiv weg. Also das ist, finde ich, ich benutze ihn jetzt schon zum 5., 6. Mal, einer der besten Color Corrector, die ich hatte. Also ich hatte am Anfang hatte ich den Becker Under Eye Brightener. Den mag ich nicht. Der ist mir zu dick, der ist mir zu pastig, der ist mir zu chunky. Und der hier ist wirklich sehr, sehr gut. Der trocknet recht schnell und er oxidiert. Und das finde ich ganz, ganz spannend, dass ein Color Corrector oxidiert. Aber hier ist das eine gute Sache, weil er oxidiert orange. Also er wird dunkler und dadurch wird das Ergebnis noch verstärkt. Deswegen lasse ich das auch so ein bisschen unter meinen Augen einfach setten. Gebe mir mal kurz was auf die Lippen. Die fühlen sich extrem trocken an. Ich war nämlich neulich auf dem Tarte-Event und habe hier das Maracuja-Oil bekommen. Als Primer ist das ganz furchtbar. Das zersetzt sofort die Foundation. Abends benutze ich das gerne so als Pflege. Aber jetzt gebe ich mir das nur mal so ein bisschen auf die Lippen. Das versorgt die Haut wirklich extrem mit Feuchtigkeit. Das ist für ein Öl wirklich, wirklich gut und das fühlt sich nicht so ölig an. Also ganz, ganz spannendes Produkt. Unter Make-up irgendwie nicht ganz so meins, aber so gefällt mir das sehr gut. Und ich glaube, ihr könnt sehen, dass das unter meinen Augen langsam immer orangefarbener wird. Sieht jetzt spannend aus mit diesem Lidschatten hier, aber es ist eine gute Sache. Ich muss hier erstmal kurz ein bisschen aufräumen, weil das sieht hier aus wie Sau. Mein Schminktisch hat sich ungefähr um 80% verkleinert. Aber wir haben jetzt dieses Studio. Ich habe gedacht, ich benutze im Moment erstmal dieses Helle hier. Ihr seht hier so ein bisschen so ein paar Linien. Das ist die Wand. Ich habe hier nämlich so eine Nische mit drin. Und das ist... Stört es euch? Ihr könnt es mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Dann mache ich den Hintergrund wieder runter. Aber ich finde, so sieht das frischer und lebendiger aus. Und die Farben kommen so noch besser zum Vorschein. Weil die Wand hinter mir ist weiß. Und dadurch
macht die Kamera automatisch einen Weißabgleich. Alle Farben sind genau so, wie sie sein sollen. Und das macht bei Make-up, finde ich ehrlich gesagt, am meisten Sinn. Deswegen schreibt mir mal in die Kommentare, ob euch diese Linien hier stören. Dann hole ich mir einen weißen Hintergrund. Aber Team Günstmaus, es sollte auch so funktionieren. Womit machen wir weiter? Ich habe ein Produkt von Tarte noch bekommen. Das ist der Shape Tape Glow Wand. Das ist dieses Produkt hier. Das kann man als Liquid Highlighter benutzen. Das kann man sich in die Foundation mischen und das kann man sich in den Tarte Shape Tape mischen, damit der ein bisschen dewiger wird. Habe ich probiert. Hat mir nicht so gefallen. Ich mische mir den aber in die Foundation rein. Gebe mir davon so ein bisschen auf meine Mischplatte. Ich swatche ihn euch auch mal ganz kurz. Also der hat eine sehr, sehr leichte Deckkraft. Ihr könnt sehen, hier einmal, wenn ich den so ein bisschen ausblende, der ist schön luminous. Das ist halt wie ein Liquid Highlighter, aber ohne grobe Glitzerpartikel. Das ist ganz spannend. Aber nicht so richtig highlighten, sondern eher so ein bisschen Glow geben. Deswegen mische ich mir das in die Foundation mit rein. Und als Foundation benutze ich heute. Da habe ich leider nichts Neues gekauft. Ich benutze einfach die Dior Foundation. Das ist im Moment ehrlich gesagt meine liebste. Die sieht so wunderschön aus und ich liebe, liebe, liebe diese Foundation. Und jetzt, Freunde, erzähle ich euch mal so ein bisschen was. Ihr habt es mitbekommen. Ich möchte mich, auf der einen Seite möchte ich mich bedanken bei vielen von euch, die meine letzten Videos so unterstützt haben und auch mich so ein bisschen verteidigt haben. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber ich habe unter meinem Hatice-Video so einen krassen Shitstorm bekommen, wo ich wirklich... Ich war wirklich sprachlos. Ich saß hier und habe minutiös aktualisiert und dachte mir so, wow, was passiert hier gerade? Also ich hatte das schon mal, als ich einmal in den Trends war, da habe ich auch einen Shitstorm oder Hate-Welle abbekommen. Aber da war es eher verständlich für mich, weil da sehen Leute meine Videos, die meine Videos vielleicht nicht sehen wollen. Natürlich können sie wegklicken, aber... Ihnen wurde halt von YouTube ein Video vorgeschlagen, was sie vielleicht gar nicht gut finden oder sie unterstützen Voice and Make-up nicht oder was auch immer. Aber unter diesem Holy on Day Video war das für mich so unverständlich, weil ich habe so ein bisschen an mir selber dann gezweifelt, was ich natürlich eigentlich nicht darf, weil ich mir gedacht habe, okay, ich habe mir so den Hintern jetzt aufgerissen für dieses Video, habe so schnell dieses Video gedreht, weil ich euch einfach so schnell es geht meine Meinung mitteilen wollte und das habe ich gemacht. Und dann habe ich so viel Ärger abbekommen. Und der Ärger ging eigentlich gar nicht so unbedingt gegen mich, aber ich habe nicht verstanden, warum er gegen mich ging. Also, oder warum ich so als Ventil genutzt wurde. Und klar, ich gebe die Plattform, dass man sich austauschen kann, aber das war so unfair mir gegenüber. Oder ich habe mich halt so ein bisschen unfair behandelt gefühlt, weil ich gedacht habe, Freunde, ich zeige ja nur das Produkt und ich sage euch, wie funktioniert das Produkt für mich und wie komme ich damit klar? Und dann habe ich so viel Negativität in meinen Kommentaren gehabt, dass ich wirklich hier saß und die ganze Zeit gelöscht habe. Ich habe die ganze Zeit Kommentare gelöscht, weil das war auch so untereinander. Also nicht nur gegen mich, sondern auch wenn jemand was Nettes kommentiert hat, hat jemand anderes kommentiert, wie kannst du nur, du willst ihm nur in den Hintern kriechen. Und das war alles so unterirdisch und das kannte ich gar nicht. Und ich glaube auch nicht, dass das Leute aus meiner Community waren, sondern das Video hat halt echt viele Aufrufe bekommen im Vergleich zu den Videos sonst. Wir sind Stand jetzt bei fast 65.000 Aufrufen. Das ist für meine Verhältnisse als kleiner, mittlerer YouTuber, ist das recht viel. Und da waren natürlich auch Leute dabei, die das vielleicht anders gesehen haben. Aber das habe ich nicht verstanden, warum so viel Hate gegen mich, gegen Hattie, gegen alles. Es hätte gegen jeden gehen können und das war für mich so unverständlich und ich weiß, dass es eigentlich niemand von uns war, von der Giacomo Army. Wir unterstützen uns, wir helfen uns gegenseitig, das ist alles richtig. Aber was ich euch damit sagen möchte, ist, nicht nur ich, sondern alle, die sich hier vor die Kamera setzen und YouTube-Videos produzieren, wir sind Menschen und Worte können so verletzend sein. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Für jemanden, der den Kommentar schreibt, ist es nur ein Kommentar. Aber wir sitzen hier und wir denken uns, was haben wir falsch gemacht? Und das ist etwas, wo ich euch so ein bisschen mitgeben möchte, Freunde. Passt auf, was ihr schreibt. Passt auf, was ihr sagt. Weil Worte können wie Messer sein. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Leute es gibt in diesem Business hier, die echt krass daran zu kämpfen haben. Oder damit zu kämpfen haben. Deswegen, seid vorsichtig, was ihr sagt.
Meinungen sagen, sie ist super gewünscht. Ich will, dass jeder seine Meinung sagt, dass jeder sagt, was er denkt und wie er es findet. Aber man kann auch nett eine Meinung mitteilen, sagen, hey, das ist vielleicht nichts für mich, mir ist das zu teuer oder ich habe mir was anderes vorgestellt, das stört mich, aber sachliche Kritik ist was ganz, ganz Schönes. Dafür gibt es das. Das hat mich echt die letzten Tage total beschäftigt und ich saß hier und dachte mir, wie mache ich jetzt weiter? Wie mache ich dieses Video oder wie mache ich auf diesem Kanal hier weiter? Und ihr wisst es, ich bin ehrlich zu euch, ich muss einfach mit euch darüber reden. Ihr seid halt wie meine Freunde und mir ist es wichtig, dass ich mit euch darüber reden kann und ich weiß, dass ihr das versteht. Gut, Freunde, wir setten jetzt. Ich habe schnell Concealer drauf gemacht. Ich habe den neuen von Makeup Revolution benutzt, den Infinite Concealer. Man muss weniger benutzen. Das ist für mich schwierig. Ihr habt mir den Tipp gegeben oder ihr habt mich darauf hingewiesen. Und jetzt nehme ich, keine Überraschung, das Jeffree Star Puder, aber ich habe es mir jetzt in der vierten Farbe geholt und ich glaube, ich habe jetzt die perfekte Farbe für mich gefunden, denn der ist in Rose, also so ein bisschen Rosé und der gleicht auch tatsächlich bei mir so ein bisschen meine Verfärbungen unterm Auge aus. Kunst, 6. Klasse, Farben gleichen sich aus. Und das sieht man jetzt in der Kamera nicht und man sieht es auch in Real Life nicht. Aber am Ende ist das richtig, richtig gut. Freunde, schreibt mir doch auch gerne mal in die Kommentare, wie es euch geht. YouTube hat eine schöne und eine negative Seite. Die schöne Seite ist, wir können uns gegenseitig helfen. Aber auf der anderen Seite, ich rede und mir antwortet keiner. Also jetzt live gerade. Das ist so ein bisschen schwierig. Ich finde es auch total schön, dass wir so als Community so uns untereinander helfen. Wenn jemand eine Frage hat und ich nicht vielleicht sofort in die Kommentare die Antwort schreiben kann, schreibt sie irgendjemand anderes rein. Das ist was ganz, ganz Tolles. Und ich wünsche mir für uns als Community, dass wir uns das weiter beibehalten können, dass wir uns einfach gegenseitig supporten und unterstützen. Es ist total spannend für mich, auch mal mit Lidschatten schon anzufangen. Im Hintergrund passieren ja so viele Dinge, ich kann euch ja gar nicht bei allem irgendwie mitnehmen. Ja, ich arbeite gerade sehr, sehr hart an weiteren Produkten. Ihr habt ja meine Highlighter-Palette wirklich komplett auseinandergenommen. Das war ein riesen, riesen Erfolg. Und dafür möchte ich mich natürlich auch bedanken. Aber wir hören nicht auf. Es kommt dieses Jahr noch einiges auf uns zu. Vor allen Dingen jetzt erstmal auf mich. Und ja, einige hatten es sogar schon so ein bisschen erraten, was für mich sehr überraschend war, weil ich habe nie irgendwie einen Hint gegeben. Mittlerweile habe ich gelernt, ich muss einfach vorsichtiger sein, was ich teste. Und bevor ihr es erratet, nein, das sind nicht meine Lidschatten. Das sind viele verschiedene Lidschattenpaletten, die ich gerade getestet habe, weil ich aussortiere. Ich möchte ein bisschen konturieren beziehungsweise Bronzen und Love hat eine Palette mit Letizia Lemack rausgebracht. Das ist die Make-up-Artistin von Hatti. Die Palette sieht einmal so aus. Auch ein wunderschönes Produkt. Das sind drei gebackene Farben. Wir haben einmal einen Highlighter, einen Rouge und einen Bronzer. Freunde, lasst euch sagen, dieses Produkt muss in die Drogerie kommen, wenn es Love noch geben würde. Ich nehme jetzt erstmal den Bronzer. Der ist etwas wärmer, ihr seht es, aber er ist so weich. Er ist wie wirklich so der Physicians Formula Butter Bronzer, nur in Luxus. Man kann ihn so schön aufstempeln. Ich nehme auch so einen runden Pinsel und stempel mir das hier richtig schön auf. Ich habe so eine neue, neu ist sie nicht, ich habe sie in den letzten Wochen so ein bisschen schleifen lassen, eine Technik für mich herausgefunden. Eigentlich eher so per Zufall, weil ich abgerutscht bin mit dem Pinsel. Was ich sehr, sehr schön finde. Also ich nehme so einen runden, etwas kleineren Pinsel. Sonst nehme ich ja immer so einen Riesenpinsel hier. Der ist halt fast die Hälfte davon. Und ich presse das Produkt hier einfach eher so ein bisschen rein. Und dann nehme ich auch gleich den Blush. Ich brauche hier noch ein bisschen Bronzer. Gehe schon mit dem Bronzer ein bisschen weiter hier vor, über meine Nase. Ihr wisst ja, ich liebe ja dieses Sunkissed, Sunburn. Ich komme vom Strand, ich bin gesund und frisch, glücklich Look und nehme mir dann einen Rouge-Pinsel, einen angestrichenen Pinsel, gehe in dieses Rouge und das ist die perfekte Farbe und setze mir das hier hin, weiter vor und dann hier in die Schläfe. Und wenn die Sonne hier so rauf scheint, wir gehen auch gleich noch mit Highlighter runter, sieht es wunderschön aus. Ihr müsst es natürlich nicht so übertreiben wie ich. Ich übertreibe natürlich auch immer so ein bisschen vor der Kamera hier, damit ihr das auch am Ende so richtig sehen könnt und nicht so ausgewaschen ist. Aber dadurch, dass es hier ein bisschen wärmer ist, verschmilzt der Lidschatten so ein bisschen in euren Blush rein. Es sieht hier vorne frisch und gesund aus. Und dann nehme ich den Blush und gehe unter meine Augen und wärme diesen Bereich noch auf. Also auch hier so an der Nase rum. Ich male wirklich viel mit Blush,
weil ich finde, das Blush ist total unterbewertet. Ich weiß, viele mögen kein Blush, auch das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Wie steht ihr zu Blush? Das ist für mich so ein ganz einfaches Gimmick, um das Make-up noch so ein bisschen wertiger aussehen zu lassen. Ihr seht, wie schön die Haut jetzt geworden ist. Und ich habe den Bronzer auch wirklich nur hier oben positioniert, weil die Sonne im Idealfall von oben kommt. Im Idealfall, wenn wir Sonne hätten. Gefällt mir richtig, richtig gut. Ich mache einmal kurz unten an meinem unteren Wimpernkranz alles hier fertig. So, Freunde, ich habe gerade gemerkt, dass die Kamera nicht weiter lief. Ich habe einmal Lashes drauf gemacht. Ich habe von Make-Up Geek den Style Fearless drauf gemacht. Ich hole euch gleich ein Stückchen daran, damit ihr das besser sehen könnt. Und ich habe auch schon ein bisschen Highlighter aufgetragen. Leider war jetzt die Kamera nicht dabei. Raffas Plastic Cosmetics. Raffas Plastic Life. Nochmal größter Respekt. Entschuldigung, es ist Sonntag. Größter Respekt an Rafa, dass du es schaffst, als Creatorin alleine eine Make-up-Marke auf die Beine zu stellen, aus der Schweiz nach Europa verkaufen oder in die EU. Und ich habe jetzt die Farbe Blending des Todes aufgetragen. Hier ist noch nicht ganz so viel, aber wartet, Achtung. Boom. Dazu muss ich nicht viel sagen. Ich habe es leider eben schon gesagt. Es ist wunderbar. Es gibt 6 verschiedene Farben und sie sind wirklich gut. Es sind Spiegel mit drin, das Packaging ist süß, die Highlighter sind wunderbar. Und Freunde, ehrlich gesagt, hat das einfach jeden Support verdient. Falls ihr einen Highlighter sucht, 25 Euro, ich setze euch das unten in die Infobox. Mega schön. Auch die Augenbrauen habe ich schon so ein bissingemacht. Ein neues Produkt hier von Tarte. Das ist der Sketch and Set Brow Pencil mit einem Tinted Gel. Ich habe vorne schon mal so ein bisschen hier mit der Spitze, die ist sehr, sehr fein, hier aufgefüllt. Gehe hier hinten nochmal so ein bisschen lang. Ich gehe im Moment, ich habe es neulich schon gesagt, gerne etwas heller mit meinen Augenbrauen. Ich finde, es sieht einfach so ein bisschen natürlicher aus. Und dann ist hier hinten noch so ein Brow Gel drin. Und damit bürste ich die Haare einfach hoch und das gibt dem Ganzen noch mal ein bisschen mehr Farbe, aber auch Form. Und tatsächlich ist das eine echte Gefahr für meine Benefit-Liebe. Also super schön. Ich weiß nicht, was der kostet. Auch den setze ich euch mal unten in die Infobox. Gibt es bei Sephora. Und jetzt, Freunde, kommen wir zu den Lippen. Mehrere Produkte, aber wo sind sie? Sie sind so klein, dass ich sie verloren habe. Ah, okay, hier. Von We Makeup. Ihr wisst, ich habe schon ein paar Mal mit We Makeup zusammengearbeitet. Das haben sie mir jetzt neulich in PR geschickt. Das sind diese Mini-Liquid-Lipsticks. Die gibt es natürlich auch in groß, aber sie haben mir, glaube ich, alle Farben in Mini geschickt. Und ich fand die so süß als Vergleich. Was kann ich euch zeigen? Mein Schwamm mit einem Stick oder... was habt ihr denn wahrscheinlich alle da? Der Pinsel von Luisa. Also, es ist klein. Es ist wirklich klein. Ich habe mich jetzt hier für 2 Farben entschieden. So, und dann trage ich mir als erstes die Farbe 5 auf. Ihr fragt euch jetzt mit Sicherheit, was ist der Sinn davon? Ihr könnt einfach so ein Ding in die Tasche werfen und dann zwischendrin im Alltag einfach nochmal so ein bisschen auftragen, falls ihr nicht ganz so viel Platz habt. Oder ihr könnt einfach verschiedene Farben ausprobieren. Also hier ist ein bisschen was drin. Hier steht jetzt keine Milliliteranzahl drin, vielleicht 1 Milliliter oder so. Aber es reicht auf jeden Fall für bestimmt 5, 6, 7, 8 Applikationen und es waren immer 4 in einem Set. Ich gehe jetzt nochmal mit der Farbe 4 rüber. Huh, nein! Es ist so klein, dass es mir runtergefallen ist. Und ich mache eigentlich immer, dass ich eine hellere Farbe noch mit drauf gebe, damit die Lippen noch ein Stückchen voller aussehen, Freunde. Und dann kommen wir zu einem Gloss. Das habe ich von Too Faced zugeschickt bekommen. Die hatten mir auch mehrere Farben geschickt. Das sind diese Lip Injections. Ich habe schon einen davon und ich liebe den. Der bitzelt ein bisschen. Jetzt gibt es den aber auch noch mit Farbe. Ich habe jetzt hier die Farbe Bubblegum Yum. Das sind die Too Faced Lip Injections Extreme. Too Faced. Ich lieb's. Gehen wir hier so ein bisschen rüber. Das schmeckt so gut, ne? Also es brennt ein bisschen, aber auszuhalten. Und das ist einfach so ein schöner Topper, der die Liquid Lipsticks nicht zersetzt, sondern einfach nur so einen schönen Gloss rüber gibt. Freunde, und ich glaube, wir haben alle Produkte benutzt, die ich benutzen wollte. Freunde, das hat richtig Spaß gemacht, mich einfach mal hier hinzusetzen, Make-up zu testen und mit euch so ein bisschen zu quatschen. Das hat mir gefehlt. Ich hoffe, dass ich das in nächster Zeit irgendwie so ein bisschen öfter wieder implementieren kann. Aber manchmal passiert so viel drumherum und ihr werdet auch bald sehen. Bald ist immer so ein bisschen relativ, ne? Aber es dauert nicht mehr lange.
dann wisst ihr alles, was passiert ist. Ich weiß, ihr werdet es feiern und ich glaube, das ist der richtige Schritt für mich in die richtige Richtung. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen Spaß hattet. Ich wünsche euch einen zauberhaften Start in die Woche, Freunde. Ich wünsche euch ganz viel Kraft und Energie für die nächsten Tage. Wir sehen uns am Mittwoch wieder und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.